Servus, grüß euch und hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt auf unserer Cocktail-Ecke für alkoholische Getränke hier bei etza.online. Heute mit einem Punch Romain. Dieses Rezept findet man im ersten französischen Buch für Cocktails, das Émile Lefebvre 1889 in Paris schrieb. Ihr benötigt hierfür 25 ml Cognac VSOP, 25 ml alten Jamaika-Rum nach Belieben, 5 ml 3 Curaçao Perrier Ferrand oder Curaçao, 5 ml eifarbenen Portwein Tanny, 20 ml frisch gepressten Zitronensaft, 5 ml Himbeersirup, einen Barlöffel Zucker, saisonale Früchte, zum Beispiel Blaubeeren, Eiswürfel und zu guter Letzt Crushed Ice. Kommen wir zur Zubereitung. Eine Glastasse bis zum Rand mit Eiswürfeln füllen, die Zutaten in die Tasse geben und mit einem Barlöffel umrühren, bis es beschlagen ist. Das Ganze nun mit ein wenig Crushed Ice auffüllen und die Tasse mit saisonalen Früchten garniert und einem Trinkhalm versehen. Garniert servieren. Fertig!